So, willkommen zurück zu Let's Play The Herr Online. Immer noch in Angmar. Leider. wir haben aber letzte Folge wenigstens den letzten komplett abgeschlossen und können endlich mal weiter zum nächsten Quest-Gewerbe, beziehungsweise der Ort, wo Quest wird, nämlich in Malenhardt, also südlich, sagen wir mal. Also wir können endlich mal ein wenig mehr in dieses Land hinein, was nicht so nett ist. Da wir ja auch jetzt an den Wächtern vorbeikommen. In der Hauptstory hatten wir ja jetzt einen Stein. Ein Herz. Und so kommen wir jetzt an denen vorbei, ohne dass die uns quasi einfach ausschalten. Ich habe es euch nicht gezeigt, weil wie gesagt, wenn wir da einfach über die Stelle gelaufen, über diese Grenze, dann wären wir einfach darum gegangen, hätten respawnen müssen. Und ja, was Spektakuläres war da nicht passiert. Also, wenn einfach nur noch wieder im letzten Respawn-Kreis aufgetaucht, so man das kennt, wenn man nicht verdauen geht. Ja. Ja, neue Session, neues Glück. Ebenfalls natürlich. Und ihr seht, jetzt haben wir auch nur die drei Quests in Angmar. Das andere ist es hier in den Sans-Quest. Die klammere ich das mal wie immer aus. Aber wir sollen nach Goldeschar suchen. Das kann ich noch halt eigentlich noch aufhaben. So, das ist so Sache. Ja, gleich müssen wir noch nicht machen wollen. Und hier. Vorhol. War nur Skacho. Ich dachte, die war hier, wenn hier in Angmar. Ups. In den Malen hat zu finden. Ich glaube, das ist falsch. Angmar zu beschaffen, ja. Guckt. Gut, ich mache erstmal hier die Ausrüstung da hinten. Wir müssen erstmal ein bisschen hier den Sumpf entlang reiten. Dieser zugesehene Vorteil an dem Sumpf. Es ist ein sehr großes Gebiet, wo einfach wieder nichts ist. Das heißt, man ist jetzt nicht so unbedingt, dass da jetzt alles voller irgendwie vielen Quests wäre, sondern es ist ein weitläufiges Gebiet und das ist immer gut, weil dann ist man da relativ schnell durch. Da müssen wir ja auch die Straße hoch, um die ganzen Sachen zu entdecken für die Ufertan, aber es kann auch sein, dass da wir eh Questtechnik noch hin müssen. Ich weiß es gar nicht genau. Na, wie gesagt, hier teilweise schon grau. Maximal grün, also sind hier schon stark überlevelt. Inzwischen. In dem Teil Angmars, aber es wird schon noch wieder ändern, wenn es dann der 50er Quest ist und dann. Ist es ja quasi nur, wenn nur zwei Level drüber sind. Trinluik. Die Trefgalorg fassen nicht schnell Vertrauen. Ihr Förderer ist Taragladen, das hilft sich gut, denn man ging zu Neige. Trinluik hat mir den besten Jäger von Trefgalorg, aber niemand kann ohne Verrat auf die Jagd gehen. So, nehmen wir mal an. Alles ich grau. Würde gerne mit euch reden. Schindkötenpanzer, sucht ihr vielleicht eine anspruchsvolle Beute? Die Schildkröten von Malenhardt werden von meinen voll gegen erhitzbaren Fleisch in ihr Panzer geschätzt. Sie können im Nahkampf tödliche Gegner sein, wenn ihr gegen sie kämpft, beschädigt ihr womöglich ihre Panzer, bevor ihr die Tiere töten könnt. Ich werde sowohl für die Panzerplatten als auch das Fleisch bezahlen, wenn ich die Herausforderung stellen wollte. Die Schildkröten leben überall in den Teil des Sumpfs. Tretet näher. Ich würde gerne mit euch reden. Es gibt viele seltsame Kreaturen in diesem Sumpf. Es wird hier von ekelhaften Kreaturen. Vielleicht lässt sich das Böse besonders gut gedeihen. Doch selbst das widerwärtigste Ungeziefer hat noch seinen Nutzen. Sumpffliegenflüge sind leicht, biegsam und widerstandsfähig. Sie lassen sich vielseitig verwenden. Mollaurer sind wirklich merkwürdige Kreaturen, obwohl sie eigentlich eigenartig aussehen, sind ihre Killbeine durchaus schmackhaft. Jagd ist Ungeziefer und ich werde euch gut für die Trophäen bezahlen. Ich finde die Kreaturen überall in dem Teil des Sumpfes. Es gibt viele Angelegenheiten zu besprechen. Wasser des Lebens und des Todes. Es gibt viel Wasser in Angmar, das meiste davon ist faulig, vergiftet und tödlich, wenn es getrunken wird. Selbst die wenigen Wasserquellen mit reinem Wasser können manchmal umkippen, was den Boden alles Gift einsickert. Natürlich müssen wir wissen, welche Quellen rein sind, welche verdorben, doch es ist sehr riskant, dies durch Kosten herausfinden zu wollen. Stattdessen geben wir Sumpffliegenraupen Wasser aus verschiedenen Quellen zu trinken. Diese Kreaturen werden krank und sterben, wenn sie verdorbenes Wasser bekommen. Im sechsten der seichten Quellen des Sumpfes, das Fischwasser führten, stecken Banner. Nehmt diese Wasserschläuche, sucht die Banner und nehmt Wasserproben aus den sechs Quellen, damit wir feststellen können, ob die Quellen noch in Ordnung sind.
Alles klar. So, Junge, dann noch weiter von. Es gibt viele Angelegenheiten zu besprechen. Die Gärtnerie können Sektor Helvern angemaßt. Das sind kurzrollartige Kreaturen. Sie sind verschlagen, können mit Waffenrüstungen gehen und das Licht der Sonne macht im Gegensatz zu anderen Trollen nichts aus. Wir haben Schafe von Gärtnerie dabei beobachtet, wie sie immer wieder zu einem von bewohnbevölkerten Höhlen im Kresten Malenhals gegangen sind. Ich habe Beffer als Kundschafter entsandt, um etwas über diesen Ort herauszufinden, doch er ist nicht zurückgekehrt und ich befürchte das Schlimmste. Bitte geht und erforscht diese Höhle. Vielleicht könnt ihr Beffer dort finden. Ich halte es für nicht ratsam, dass ihr euch alleine dorthin begebt. Ihr sollt so viele Gefährten wie möglich mitnehmen. Wir werden uns niemals der eisernen Krone beugen. Hört mir zu, Fremder. Um mich durchzuschlagen, muss ich ein wenig mit dem Mädchen des kleinen Lagers wie Jagd gehen. Doch in Wahrheit bin ich nicht hier, um das Leben einer Jägerin zu führen. Ich bin wegen meiner Schwester Myrne hier. Und wenn die Dinge so stehen, wie ich befürchte, werde ich dem Mörder einen hohen Blutzoll abverlangen. Doch ich hoffe immer noch, dass es nicht das Schlimmste eingetreten ist. Sollte sie noch im Leben sein, möchte ich sie aus der Gewalt ihrer Bewacher befreien. Vor vielen Monaten hat sie unser Haus in Aukai verlassen, um Verwandtschaftsbesuch zu machen. Doch auf dem Weg wurde sie, wie man mir gesagt hat, von der Angmarin verschleppt. Nachdem, was ich weiß, hat sie ihr Lager nahe dem Außenposten. Mehr habe ich bislang nicht herausfinden können. Werdet ihr mir helfen? Dieses Lager liegt west auf dem Weg nach Amdorf. Wenn ihr irgendwie etwas von meiner Schwester erfahren wollt, dürfen wir sie zum Kommandeur bei Rova gebracht haben. Also direkt da vorne, okay. Tretet näher. Umhaut. Ich würde gerne mit euch reden. Freilfremde, einen Moment bitte. Ich scheine in diesem unnötigen Land oft aufpassen zu können. Wir jagen die Kreaturen des Sumpfes. Unser wertvollstes Gefäßbeutel sind die Feuerwürmer. Ihr Haut ist extrem robust, sowie Wasser und Feuer fest. Wir können daraus Rüstung, Kleidung und alle möglichen nützlichen Dinge machen. Solltet ihr in die Haut irgendwelche hier heimischen Würmer kommen, bringt sie bitte her und ich werde euch gut dafür bezahlen. Aber auf der anderen Seite, ihr seid ein Südländer, vielleicht fühlt ihr ja gar nicht erst mit dem nötigen Mut. Was mit der Kette ist. Soll nicht wundern, ich habe gerade kurz an so ein Bildchen was weggemacht, weil mich das gerade gestört hat. Was noch offen. So. Hat er noch eine Quest, hab ich gar nicht gesehen. Ich würde der gerne mit euch reden. Machan ist ein mutiger Jäger, vielleicht zu mutig. Er hat geschworen, mit den Häuten vorwärmen, was in näheren Nestern Salgeite im Südosten zurückzukehren. Viel Zeit ist seitdem verstrichen. Südländer, ihr könnt ja Machan suchen, versprochene Hilfe. Ich werde euch wohl mir auch belohnen. So, Aufkommen der Näheranzeige machen wir jetzt mal, weil das ist ganz hilfreich. Oh, hier chillen direkt ein paar Schildkröten. Alles klar. Mal auf die Jagd. So, das war's auch schon. Wenn nur alle Quests zu schnell gehen würden, ne? Den Angmar gibt es also auch. Okay. Ja, das geht hier raus. Die Attacke ist ja richtig nice. Die ist neu, die kennt schon nicht. Also hab ich dann so nicht so oft ausgeführt schon mal. So. Irgendwo da unten. Ich gehe jetzt mal ganz kurz den Büro untersuchen.
So. Könnten die nicht grau sein? Wahrscheinlich zu nett. Die anderen brauchen wenigstens für Taten im Vergleich zu den Barkeep. Glaubst du etwa, du hättest eine Chance? Ha. Wer sie nicht findet, denn es wird lange Zeit weitergezogen. Sucht die Seidendame selbst auf, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich glaube, ich werde die Seidendame nicht mehr anwesend belästigen. Nicht, wenn ich euch jetzt hier tut und so die Unfähigkeit meiner Männer wieder gut mache. Das ist natürlich eine Questkette, blutig, aber was ist das? Wohl nichts anderes erwartet, wenn wir ehrlich sind. Übrigens ärgert es mich, dass es nur 5 Aufgaben gleichzeitig eingeblendet werden können. Aber AC, hier ist ja noch Platz. Die gechatten sie auch mal. Wenn wir ein Update bringen können, bis zu 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die hätten alle hingepasst. Das ist meins. Ach, klar, das ist ein bisschen viel auf einmal, aber so, es hieß wenigstens keiner. Finde ich persönlich, deshalb wäre ganz cool, wenn aber mehr angezeigt werden würden. So, dann meine letzte Maulauere. Oh, deswegen ist es für den Gefährten. Das sind die Würmer. Die Koffer auch, deshalb. Okay, es wird ein bisschen sportlicher, wenn die 5 unter uns sind. So sind die grau. Gehen wir mal rein und suchen ihn. Den Beatart. Von einer der Bergmenschen der Treff Galorg entsandte einen Kundschafter zu einer alten Höhle in Malenhardt, dem Schwefelsumpf, wo man einige Gärterück beobachtet hatte, die sich dort versammelten. Der Kundschafter Betan kehrte nie zurück und von befürchtet, dass er von den Trollen überwältigt wurde. Eine Instanz. Du kriegst Instanz, deswegen kein Instanz-Display. Folge. Nicht sportlich hier, aber das kommt. Wir müssen bei den Krausen. Manchmal aber auch diejenigen, die alle unter mir sind, gewesen. Aber wenn es so viel auf einmal sind, ist halt lustig. Oh Gott, das sind 3. Das, okay, das können wir vergessen hier. Wenn jetzt mal eine Heilkette gebaut wird, das ist sportlich.
Okay, und drei, die Dicken der Musik, die waren zwar, sind zwar alle drei grün, aber. Puh, da muss ich mich schnell konzentrieren. Da bin ich mal ein bisschen ruhig, weil, ja, ja, ihr habt gesehen, weshalb. Ich kann mich auch an denen ein bisschen vorbeisneaken, weil da muss ich gegen alle kämpfen. Nur die Kabel ist jetzt nicht. Mein Quest ist ja. Okay, die tun sich gegen mich helfen, sehr gut. Wir machen uns halt sau viel Schaden. Da habe ich ein Problem mit. Igel. Oh Gott. Wir brauchen ein paar Gehen, das hilft halt auch stark. Oh, mein Inventar ist voll das erste Mal. Okay. Lass ihn ewig nicht mehr verkaufen. Oh, das ist voll für. Aber eine Instanz, da habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt kommt ihr doch gemeinsam, das andere wohl. Jetzt hier, Chris. Noch komme ich ganz gut hier klar. Nein, das ist immer ein Problem.
kannst ja nur mein Lebensbalken gucken. Ich guck auf nichts anderes gerade. Ich spule das ja gerade mal ab. Ich weiß, es ist lame, dass ich mir nur die ganze Zeit dasselbe mache. Kim Let's Play, aber wenn ich das Solo spiele, muss ich das halt. Und so bleibe ich am Leben. Wenn ich die Kette nicht die ganze abbauen würde, dann würde ich mich schon mal gestorben. Aber wenn ich nicht so viel Damage mache. Hier. Das ist dann die auch. So. Die ich glaube, Problem, wie soll ich mich solche Gefahr begeben haben. Meine Familie und ich stehen für meine Schuld. Besser diese furchtbaren noch verlassen. Aber danke, Fremden. Ich habe mich schon damit abgefunden, die Sonne nie wieder, mehr wieder zu sehen. Schnell, dass sie diesen furchtbaren noch verlassen. Auch schlechtere Sachen. Naja, dann haben wir das jetzt auch. Sehr gut, okay. Oh, ich hab irgendwie gewacht gegen die Nacht eine Seite gefunden von der ganzen Action nicht mitbekommen. Na komm, all die Flammen holen wir uns jetzt noch. Oh, das ist ein So, die beiden machen wir jetzt als nächstes noch. Natürlich. Ja komm, wenn es jetzt andere Idee auf dem Rückweg zu den Questgebern, dann reiten wir doch immer kurz und suchen den Wurmjäger Machan. Machan, ey. Der macht immer an. Salgeite. Schauen wir mal, wer das ausspricht. Da ist er, der Machan. Ich würde gerne. Du bist ja mein Stolz. Ich hätte niemals alleine in dieses Wurmnest gehen dürfen. Es sind aber zu viele von ihnen hier. Und jetzt, da ich diese Stelle gefunden habe, war ich nicht mehr, mich alleine auszuschleichen. Könnte mir helfen, wenn ich jetzt verschwinden. Ich möchte allerdings bitten, nicht den anderen zu erzählen, weil ich den Rest meines Lebens dafür ausgelacht. Machans Torheit. Kleid machen aus dem Wurmnest. Machen wir das in diesem ordentlichen Ort verschwinden. Hackt aber ganz schön die Wall. Genau, Blick ausruhen. Ich meine, das ist Ärger bereite. Aber mach nicht schon weg hier. Meanwhile.
Gute Wunden, die Bestie können Blutwitter nämlich aufspüren. Bearbeiten, ja. Danke euch, ich würde jetzt sein. Lass mich allein das Lager zu gehen. Ich will nicht, dass ich einer erfahren, dass ich auf Hilfe angewiesen war. Oh Mann. Das ist so Schlimmes, Junge. So. Haben wir den auch gerettet? Dann noch die eine Seite Wasser rausholen. Dann haben wir schon einiges an Quests. Es gibt wahrscheinlich eine Folgequest. Let's go. Ich bin nicht Drohne-Gegner nicht mehr gewöhnt seit hier in Angmar und Co. sind. Gab es ja in früheren Teilen des Spiels. Ihr Panzer, seid das ist noch nicht verdorben. Ich werde euch dafür bezahlen. Es gibt viele Angelegenheiten zu besprechen. Ja, okay, gleich. Es ist so lange her, dass wir Frieden gut, haben. Gut, in Mara müssen wir uns die Bergwelt zu machen, die finden können. Angmars ist den Unvorsichtigen nicht gerade wohlgesonnen. Aber hier ein Händler, Gott sei Dank, haben wir einen Händler. Was kann ich heute für euch tun? Erstmal ein bisschen versättigen. Für wen können wir denn hier eigentlich... Wir haben jetzt brauchen helle Baden, ganz viele. Null. Zu Utran, okay. Die Trefgalorg fassen nicht schnell Vertrauen. Wow, das gibt nicht mal Ruf bei irgendwem. Ich hab das jetzt einfach so abgegeben. Dann könnt ihr mich mal. Ich sag, es ist. Bringt ihr Schmuckstücke aus dem Süden? Nix da. Oh no. Das hätte ich mir nochmal angucken sollen. Nee, okay. Dann verkaufe ich die jetzt. Gut, er hat mehr Rüstung, aber die Buffs sind nicht so gut, weil wir halt wirklich gerade bei dem aktuellen Umfang haben. Und das ist das, was ich will.
Aha, man darf die Rüstung also nicht verkaufen. Das ist aber eine sehr hässliche Rüstung und schwere. Das heißt, wir dürfen sie ganz mit uns rumtragen, oder was? Ganz toll. Gut. Du hast sogar noch Kapazität dran, was? Ich kann euch einiges anbieten. Was? Gibt gut Geld hier jetzt, aber die. Gott, wir müssen dringendst weitermachen mit dem Handwerk. Ging schon für 20. Warum trage ich das eigentlich noch rum? Ich esse eh kaum Watten, wenn. Dann sollte ich halt nicht Level 20er Sachen essen. Nur mit Tablets weg. Ist alles low. Such dir was Spezielles? Low Carb. Ha. So. Ja, komm, den können wir auch erstmal wegwerfen. So, alles klar. Irgendwann die ganzen Schriften mal einsetzen. Ich hatte sicher, ja, gut, es ist ein stolzer Mann. Ich hatte befürchtet, dass ich es überschätzt haben könnte. Nicht, dass etwas hier passieren könnte oder sein Stolz ihm gestatten würde, Hilfe anzunehmen. Ich wünsche euch mehr, als er bestimmen lässt. Machen wohl auch. Habt herzlichen Dank. Werdet gut gemacht. Ich nehme an, ihr wisst noch, welche dauernde Quelle gefüllt wurde. Sehr guter Boss. So 4000 Moral, ganz anders. Das kam schon nass. Nice. Der Rest ist halt wieder. Ich würde gerne mit euch reden. Die Bergwelt Angmas ist den Unvorsichtigen nicht gerade wohlgesonnen. Es so, ist so froh, lange her, dass wir Frieden hatten. Topras, nun Südländer, ihr habt euch mehr als willig erwiesen, im Schiff zum Formalen auf die Jagd zu gehen. Möchtet ihr euch vielleicht noch einmal mit Raum, mit mehr Ruhm bedecken? Es gibt in diesem Sumpf etwas zu jagen, das sogar für uns zu gefährlich ist, obwohl wir durch die Urzeiten auf die Jagd gehen. Ich spreche von den Fürsten Ualen Einschub, ein Monster so tödlich ist, dass sich keiner mehr Leute ihm je gestellt hat und ihm zurückgekehrt wäre. Ich denke, es wird für einen Südländer allein ganz gleich wie stark zu schwer sein, einem solchen Gegner zu zwingen. Doch wenn es euch mit Hilfe von Gefährten gelingt, diesen Ungetüm zu töten, so werde ich gezwungen, euch als wahren Jäger und schweren Kämpfer anzuerkennen. Die alte Eisenschuppe lässt sich kaum blicken, ist ja manchmal ihn mit ihrer kleinen Art genommen zu finden. Okay. Die oder wurde der Hauptmann der Kette gefangen genommen? Seine Unvorsichtigkeit ist nicht gerade löblich. Ich bin nur froh, dass er jetzt sicher ist. Ich danke euch vielmals. Die alles gut, wir werden uns Schritt machen. Nicht schnell vertrauen. Die Treffer war dein Sinn. Mein Geduld war vergebens. Das würde euch danken. Ich hätte hier noch viel länger warten, wenn wir noch nicht mehr erfahren können. Die Seidendame, das ist ein Name, den ich eigentlich schon gehört habe. In letzter Zeit verbreitet sich der Name in diesen Hügeln Angst und Schrecken. Man fühlt sich Geschichten von einer grausamen, heimtückischen Frau aus Angmar zu, die tödliche Spinnen befehligt. Es geht das Wort, dass sie für die anderen Angmaren ebenso gefährlich ist, wie für die Feinde der eisernen Krone. Wir werden niemals Sklaven von Karn Dum sein! Die Blutsbande, die Seidendame. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Es ging Gerüchte um, dass sie sich im Beibocklack befindet. Aber keiner Bergmensch hier hat sie je gesehen, beziehungsweise niemand hat sie je gesehen und lange genug überlebt, um davon zu berichten. Wenn ihr auch weiterhelfen wollt, würde ich euch bitten, aufbünden, um euch zu scharen und beide Borglack jenseits des Sümpfes vom Norden auszukundschaften. Und ein Hinweis dafür bleibt, die Seidendame zu suchen, falls ich tatsächlich meine Schwester gefangen halten sollte. Ah, das ist jetzt da oben. Hab ich fast gedacht. Oh Gott, ich bin an der Stelle. Fies. Eis. Der Quest gibt's hier nicht mehr, danach müssen wir rüber. Die Zwergenfeste.
Blatschin. So, die Eisenschuppe besiegen wir noch und dann beenden wir erstmal die Folge. Die ist der Überlänge. Immer hier. Vielleicht seltener Spawn, ne? Ich hasse aber Quests, die seltener Spawn sind. Da hast du gar keine Chance, die sich zu machen, die Quest. Wenn du darauf angewiesen bist, dass das Ding spawnt. Da wäre jetzt hier ein Dramuk. Oder erstmal den Spawn freimachen, das kann ich auch sagen. Es gibt ja mal in MMOs, dass ich den Spawn aber teilen und deshalb aber Pech habe. Also viel Eisenschub mir auch im Lauf. Oh, vergiss es, da ist er. Aber so die Hitemeister attackieren. Das hätte ich mich damals nie getraut, Nilo. Schaden raushauen. Ewiger Kampf. Mal so ein Zäh. Aber sie ist tot. Oh nein. Gut Leute, ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.